Der zweite Vortrag des Tages wird gehalten von Annette Mühlberg. Herzlich willkommen. Annette ist bei Verdi Leiterin der Projektgruppe Digitalisierung und setzt sich vor allem für gemeinwohlorientierte Smart City, also Smart City jenseits des Buzzwords, sage ich mal, ein. Und wird heute über Machtasymmetrien in diesem Bereich sprechen und wie wir die vielleicht beheben können. Willkommen. Ja. Ja, herzlichen Dank für die Einladung und erstmal allseits einen schönen Sonntagmorgen. Ich rede heute nicht nur zu Smart Cities, sondern allgemein über die Frage von Gemeinwohl, Demokratie und gute Arbeit in der digitalen Gesellschaft und wurde gebeten, auch dieses ganz speziell nochmal aus dem Blickwinkel von Macht und Mitgestaltungsmöglichkeiten zu beleuchten. Das trifft sich gut, weil Verdi seit einiger Zeit jährlich einen Kongress veranstaltet, der sich mit den Fragen der Digitalisierung von Arbeitswelt und Gesellschaft auseinandersetzt. Und gerade in diesem Jahr galt er dem Thema Gemeinwohl in der digital vernetzten Gesellschaft. Wir arbeiten dran. Denn wir begreifen uns als Mitgestalter, sowohl als Bürger als auch als Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Und als solche stellen wir Anforderungen an die Rahmenbedingungen von Arbeitswelt und Gesellschaft. Besonders wichtig für uns ist, dass wir über eine Vision unseres Gemeinwesens verfügen, die nicht die Interessen von Digitalunternehmen ins Zentrum stellt, sondern vielmehr die Bedürfnisse von Menschen als Bürger und Beschäftigte. Es stellt sich die Frage, welchen technischen und ethischen Kriterien die Gestaltung unserer IT-Infrastrukturen und Arbeits- und Geschäftsprozesse unterliegen muss, damit wir in Freiheit selbstbestimmt und demokratisch leben und arbeiten können, in Würde, solidarisch, sozial gerecht und nachhaltig. Wie also können wir diese fantastische digitale Technik zum Wohle aller nutzen, ohne Freiheits- und Persönlichkeitsrechte aufzugeben, ohne in technische Abhängigkeiten von Herstellern und in Login-Effekte zu geraten, ohne unsere Sicherheit zu gefährden und kritische Infrastrukturen und notwendige Dienstleistungen hackbar zu machen, ohne politische und ökonomische Machtkonzentration zu fördern und ohne in einen globalen Strudel von Lohn- und Sozialdumping zu geraten. Wie können wir das Prozesswissen der arbeitenden Menschen für Innovationen nutzen? Welche Kriterien sind relevant für die demokratische Gestaltung unserer IT-Infrastrukturen? Welche rechtlichen Rahmenbedingungen und politische Initiativen benötigen wir, um das Gemeinwohl wachsen und gedeihen zu lassen? Hierzu hat Verdi bereits vor 10 Jahren das Berliner Manifest zur Daseinsvorsorge in der Informationsgesellschaft verabschiedet, das wir in diesem Jahr mit einem Update versehen wollen. So sahen die Überschriften damals aus. Und eine zentrale Herausforderung für Arbeitswelt und Gesellschaft heute ist, dass uns die demokratische Steuerungsfähigkeit und Entscheidungshoheit nicht entgleitet und dass Prozesse überhaupt noch mitbestimmbar und gestaltbar sind. Angesichts der ungeheuren Finanzkraft einzelner Personen und Unternehmen, die in der Lage sind, ganze Stadtteile und Landstriche mit Wohnungen, Betrieben und Agrarland aufzukaufen, müssen wir uns vor der Möglichkeit eines solchen Ausverkaufs schützen. Bill Gates hat sogar angekündigt, gleich eine ganze Stadt, eine Smart City in der Wüste von Arizona zu errichten. Er hat das Geld dafür. Ihm geht es dabei nicht um die Schaffung des so dringend benötigten sozialen Wohnraums. Ihm geht es nicht um Initiativen von neuem Wohnen kombiniert mit neuer Technik, wie es mal bei Le Corbusier
oder Ernst May oder noch genau vor 150 Jahren dem Unternehmer Staub am Herzen lag, gute Wohnungen zu schaffen, die auch mit einer guten Infrastruktur ausgestattet sind. Nein, ihm geht es darum, die Dinge des alltäglichen Lebens zentral zu steuern mittels digitaler Highspeed-Netzwerke. Wir müssen uns auch vor Quasi-Privatisierungen in Acht nehmen. Zum Beispiel wurde in Kanada die Gestaltung eines ganzen Stadtviertels von Toronto an die Google-Tochter Sidewalk Labs übertragen. Stadtluft macht frei, heißt es. Doch damit ist es vorbei, wenn Smart Cities nach den Interessen von Technologiekonzernen geformt werden. Und ich habe gestern noch mal in Wikipedia nachgeguckt und da stand dann drin, die, ich zitiere, hochentwickelte Smart City kann ein Internet of Things and Services sein. Die gesamte städtische Umgebung ist dabei mit Sensoren versehen, die sämtliche erfassten Daten in der Cloud verfügbar machen. So entsteht eine permanente Interaktion zwischen Stadtbewohnern und der sie umgebenden Technologie. Die Stadtbewohner werden so Teil der technischen Infrastruktur einer Stadt. Yo, das nenne ich menschenzentriert, das nenne ich richtig cool. Kein Wunder, dass der Big Brother Award dieses Jahr an ein solches Konzept von Smart City ging. Es gibt auch Staaten, die solche totalitären Infrastrukturkonzepte vorantreiben wollen. Und was macht unsere öffentliche Hand? Sie sucht sich zumeist mit Auslagerungen, Privatisierungen und Verkauf öffentlichen Eigentums zu helfen, statt offensiv neue Aufgaben zur Sicherstellung von Demokratie und Gemeinwohl zu übernehmen. Dabei könnte sie auch ihre Marktmacht nutzen und mittels kluger Richtlinien zur Vergabe soziale und gemeinwohlorientierte Strategien umsetzen. Barcelona gibt dafür ein gutes Beispiel. Also, es gäbe viel für die öffentliche Hand zu tun und ich steige mal gleich in ein Update unseres Manifests ein und die Fortentwicklung der Kriterien, auf die wir bei der Gestaltung von Arbeitswelt und Gesellschaft achten sollten. Gestern wurde es von Christian Grotthoff bereits gesagt, wir brauchen dringend Bezahlsysteme, die nicht mit jedem Online-Einkauf zur Personalisierung beitragen. Ich möchte das noch ergänzen um entsprechende Liefersysteme, denn wir wollen ja online nicht nur das Lesen von Artikeln bezahlen können, sondern auch Produkte, die wir bestellen, empfangen können. Die öffentliche Hand sollte endlich die Verantwortung zur Gewährleistung datenschutztechnisch sauberer Kommunikationstools übernehmen. Wir brauchen dringend Alternativen zu WhatsApp, Google Docs, Skype und natürlich auch vernünftige Verschlüsselungstools. Wir sollten Open-Data-Strategien so anlegen, dass sie sich den Daten öffentlicher Relevanz widmen, seien sie aus dem öffentlichen oder auch privaten Sektor. Dabei muss sichergestellt werden, dass keine personenbeziehbaren Daten verwendet werden und sie auch nicht im Kontext von Big Data de-anonymisiert werden können. Also ich denke, hier haben wir einen heftigen Brocken vor uns und müssen uns darum alle gemeinsam Gedanken machen. Die demokratische Steuerungsfähigkeit ist das A und O und Volker hat bereits vorhin schon die Vorteile der Dezentralität erläutert. Ich denke, wir müssen dieses auch wirklich als ein Demokratieelement betrachten. Und wenn wir Freiheit und Demokratie erhalten wollen, dann dürfen wir unser Leben und unser gesellschaftliches Tun nicht nach Scoring-Punkten ausrichten.
Es wurde jetzt schon mehrfach auf dieser Konferenz erwähnt, aber ich denke, man kann es gar nicht oft genug sagen, beziehungsweise das ist der Bereich, wo wir wirklich initiativ werden müssen. Wir wollen kein chinesisches Credit Score System, das per Punktesystem das Sozialverhalten seiner Bürger einstuft. Punkte, die über das Zustandekommen oder eben Nicht-Zustandekommen von Mietverträgen entscheiden können, von Krediten, Krankenversicherungen und Arbeitsverhältnissen. Dieser Gefahr müssen wir offensiv und strukturell begegnen. Wir müssen konzeptionell unsere IT-Infrastrukturen, Arbeits- und Geschäftsprozesse so ausrichten, dass sie einem Social Scoring entgegenstehen. Und konzeptionell heißt auch langfristig und missbrauchsresistent. Wir haben jetzt gerade den Hack mit Facebook erlebt. Missbrauchsresistent war das definitiv nicht. Das heißt, wir müssen auch beim Aufbau von personalisierten Bürgerkonten Vorsicht walten lassen, damit aus solchen nicht schnell auch noch plötzlich Bürgerakten werden können. Und eins muss klar sein, man muss sich im digital vernetzten Raum frei bewegen können, ohne dass man zu einem üblen Kuhhandel gezwungen wird, der da heißt Grund- und Verbraucherrechte gegen den Zugang zu elementaren Dienstleistungen wie Stromversorgung, Fernsehen, Gesundheits- und Autoversicherungen. Hier muss Privacy by Design gelten. Und wie sich das Private und das Berufliche vermischt, das kann ich genau am Beispiel Autoversicherungen mal darstellen. Wir haben Situationen, wo Betriebsräte vor die Frage gestellt werden, ob sie den Deal eingehen und sagen, sie stimmen einer Totalüberwachung beim Autofahren zu, weil dann die Versicherung billiger wird und dafür gibt es dann ein paar Goodies und Leckerle im Betrieb selbst als Ausgleich. Also das muss man sich vorstellen, hier werden ganz konkret die Beschäftigtenrechte durch Autoversicherungspraktiken herausgefordert. Des Weiteren müssen wir für technologische Souveränität sorgen, wobei freie Software und offene Standards wichtige Faktoren sind. Der Staat darf nicht in technische Abhängigkeiten geraten, er ist schon drin, aber er sollte nicht drin sein, und muss die Wahrung der Persönlichkeitsrechte bei seinen Angeboten, zum Beispiel Suchfunktionen auf Webseiten von staatlichen Krankenhäusern, gewährleisten und darf diese nicht, wie hier geschehen, an Google abtreten. Charité. Wir müssen prüfen, ob die Plattformökonomie neue kritische Versorgungsinfrastrukturen erzeugt hat, die wir sichern müssen. Ich nehme mal einfach das Beispiel, wenn Pflegeleistungen über Plattformen vermittelt werden, dann gehören solche zu kritischen Infrastrukturen. Wenn Wasser- und Getränkelieferungen nur noch über Plattformen funktionieren, dann gehört auch dies zu kritischen Infrastrukturen. All dieses müssen wir uns vergegenwärtigen. Und wir benötigen, wie es auch in der Smart City Erklärung von Netzpolitik.org betont wird, übrigens da war auch Leon Kaiser mit beteiligt an der Entwicklung dieser Punkte, der gestern ausgezeichnet wurde. Dort wird geschrieben, bei kritischen Infrastrukturen braucht man analoge Backup-Systeme und natürlich entsprechend sowohl digital als auch analog geschultes Personal für solche Fälle. Wir wollen den Datenschutz und die Persönlichkeitsrechte verwirklichen, auch und gerade in der Arbeitswelt. Hier gilt es, die Auswirkungen neuer Techniken auf die Beschäftigten zu prüfen, bevor sie eingeführt werden. Und ich richte dieses nicht nur als Appell, sondern wirklich, das ist ein elementarer Bestandteil, über das wir mit Informatikerinnen und Informatikern unbedingt reden müssen, denn es gilt darum, die Technik eben schon im Interesse der Beschäftigten zu gestalten. Ich nenne hier als Beispiele die Armbänder zum Tracken von Bewegungen und Körperfunktionen, die Stimmanalyse zur Bewertung des Emotionszustandes sowie Anforderungen an Beschäftigte, sich Chips implantieren zu lassen.
Nicht schön, wäre aber toll, wenn die Messung unserer Werte unserer alleinigen Kontrolle unterliegen würde. Und das hier ist richtig ernst. In Callcentern soll die Stimmanalyse mittels künstlicher Intelligenz regeln, dass die Aufträge nur an die Kollegen gehen, deren emotionaler Zustand auf eine hohe Wahrscheinlichkeit eines guten Verkaufsabschlusses schließen lässt. Also lasst das bitte mal sacken. Was bedeutet das? Du sitzt da, hast irgendwie eine Runde zu viel gegähnt beim ersten Gespräch und schwupps bist du draußen. Du kriegst keinen Auftrag mehr. Wie du deine Miete bezahlst, ist der KI egal. Die Chance ist vorbei, verpasst. Hier haben wir wirklich ein elementares Problem und ich frage mich, wo bleibt da die Würde des Mitarbeiters? Wie steht es um die ethischen Kriterien bei der Erstellung solcher Totalüberwachungssoftware? Der Economist hat im März der KI-Bespitzelung am Arbeitsplatz ein eigenes Heft entwickelt. Ich kann nur sagen, das lohnt sich. RFID-Chips, Magnete, Sensoren kennen wir als Arbeitstools in Kleidern, Brillen und Geräten. Doch nun werden sie nicht mehr nur außerhalb des Körpers eingesetzt, sondern direkt in den menschlichen Körper implantiert. Nicht zur Verbesserung der Gesundheit oder als Selbstexperiment, sondern mit dem Motiv der Zurichtung des Menschen auf einen ganz bestimmten Arbeitsplatz. Das gibt es bereits, und zwar nicht irgendwo transatlantisch, sondern im europäischen Schweden, wo im Zentrum für Hightech-Startups den Mitarbeitern ein Mikrochip unter die Haut ihres Hautrückens operiert wird. Damit lassen sich Türen öffnen, Kopierer bedienen und perspektivisch Arbeitsunterlagen darauf speichern und die Kollegen sollten damit gelockt werden, dass sie ja ihren Kaffee dann auch ganz easy mit einer Handbewegung bezahlen können. Mit so einer Praxis gehen nicht nur gesundheitliche Gefährdungen einher, sondern auch Fremdbestimmung und Kontrolle. Auch deshalb ist es wichtig, die Mitbestimmung zu stärken. Und natürlich wird in Zeiten von künstlicher Intelligenz die Transparenz und Nachvollziehbarkeit von automatisierten Entscheidungsprozessen immer wichtiger. Sie ist die Voraussetzung für die Mitbestimmbarkeit und Mitgestaltbarkeit. Denn eine Blackbox kann man weder demokratisch kontrollieren noch auf sicherheitsrelevante Abläufe prüfen. Die Bundesregierung hat gerade eine Strategie zu künstlicher Intelligenz vorgelegt und dazu einen Konsultationsprozess eröffnet. Ich möchte hier ein paar Punkte aus gewerkschaftlicher Sicht darlegen. Dazu gehört, dass wir klare Ethikregelungen mit Grundwertbindung für systemrelevante Infrastrukturen fordern, Rechenschaftspflichten, die Definition von Verantwortlichkeiten und das Verbot autonomer Waffensysteme. Die Kennzeichnungspflicht für Chatbots, die Offenlegung der Verteilung von Rationalisierungsgewinnen. Dies wiederum ermöglicht dann die Reinvestition von KI-Gewinnen zugunsten gesellschaftlicher Bedarfsfelder, soziale Innovation und Qualifizierung. Und wir treten ein für die gründliche Erprobung und somit konzeptionelle Entschleunigung bei der Umsetzung autonomer Entscheidungsprozesse. Wir wollen gute Arbeit fördern. Dazu gehört unter anderem digitale Mündigkeit, Weiterbildung, gesundes Arbeiten, verbunden mit einem zeitweiligen Recht auf Telearbeit und einem Recht auf Lock-off.
Ich denke, es ist allen bekannt, der Burnout hat dramatisch zugenommen und es besteht ein direkter Zusammenhang in der Entgrenzung der Arbeit und der Arbeitszeit. Insofern sind das ganz wichtige Faktoren. Wir wollen die Solidarsysteme erhalten und soziale Sicherheit auch unter den Bedingungen der Plattformökonomie gewährleisten. Ich nehme an, viele kennen das Statement von Lukas Wiewald. Ich lese es hier einfach mal vor, der davon schwärmte, dass es ohne das Internet richtig schwer gewesen wäre, jemanden zu finden und ihn 10 Minuten für sich arbeiten zu lassen und dann zu feuern. Aber jetzt, mit der Technologie, findet man sie, zahlt ihnen winzige Geldbeträge und wird sie los, wenn man sie nicht mehr braucht. Sie sehen, das erzeugt Handlungsbedarf. Wir sehen das anders als er und kümmern uns aktiv um faire Standards und gute Entlohnung, um Autonomie ohne Prekarität, um Sozialpartnerschaft statt Willkürherrschaft. Und Stichwort Willkürherrschaft möchte ich kurz nochmal auf das Phänomen Uber eingehen, was hier Gott sei Dank noch nicht ganz so verbreitet ist, aber es gibt ja starke Tendenzen, das doch mehr zuzulassen. Wir haben hier mit der Plattformökonomie eine neue Situation, wo gerade die Akteure, die immer super viel Transparenz überall fordern, selber total intransparent handeln, wo ein System entsteht, wo de facto Arbeitgeber sagen, oh, wir sind nur Plattformbetreiber, wir haben damit gar nichts zu tun, wir übernehmen keinerlei Verantwortung, können aber diejenigen, die ihren Lebensunterhalt als de facto Taxifahrer verdienen, ohne Ankündigung, ohne Information, weil es gibt ja keinen Vertrag, von der Plattform ausschließen. Das ist dramatisch, das sind Zustände, das ist Wildwest. Und das können wir so nicht dulden, nicht tolerieren als demokratische Gesellschaft. Deshalb ist es wirklich wichtig, dass wir hier vorangehen und sagen, wir brauchen dafür klare Regelungen. Und abschließend möchte ich sagen, wir wollen neue und innovative Wege gehen. Das sollte auch der Staat im Sinne des Gemeinwohls mit neuen Bündnispartnern, wie beispielsweise Online-Plattform-Genossenschaften, weil da ist das dann ganz anders gelagert. Dort haben nämlich die Beschäftigten selbst die Kontrolle über die Gestaltung dieser Plattformen und die Regularien. Der Staat sollte für soziale Standards Sorge tragen und sich auch um die künftige Finanzierung der Daseinsvorsorge kümmern. Auch hier möchte ich kurz an das gestrige Referat anknüpfen und sagen, ja, es ist sehr wichtig, dass wir uns auch um Steuern kümmern, insofern das Modell Tax by Design auch im Kopf haben. Die Persönlichkeitsrechte sind elementare Voraussetzungen für die Demokratie. Die spezifische Machtasymmetrie zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern erfordern ein eigenes Beschäftigtendatenschutzgesetz. Und mir wurde gesagt, ich solle möglichst viel Zeit zum Diskutieren lassen. Deshalb habe ich jetzt hier den Schluss gesetzt und freue mich auf Ihre und eure Fragen, Anregungen. Vielen Dank. Ja, ganz herzlichen Dank. Danke für diesen unglaublich dichten Parfumsritt über diese Vielfalt an Aspekten, die es zu bedenken gilt und die wir mitgestalten müssen. Und ich bin sicher, dass es da ganz viel Diskussionsbedarf gibt. Also wenn nicht, ich habe ihn auf jeden Fall. Sie bekommen ein Mikrofon.
Da frage ich mal ganz kurz in der Zwischenzeit, hat sich Verdi denn am Konsultationsprozess beteiligt? Ja, ja, klar. Super. Wir haben uns direkt eingebracht und diese Punkte, die ich da aufgeführt habe, das ist ein Auszug davon. Wir haben allerdings das Problem gehabt, dass wir die Fragestellungen manchmal begrenzt klug fanden und es gab eine Zeilenvorgabe, wie viel Zeichen man reingeben darf. Und wir hätten manchmal gern noch mehr Vorschläge gemacht. Aber insofern, also das war jetzt ein kleiner, kurzer Auszug einer ganzen langen Liste, ja. Die Konsultation ist übrigens bis heute Abend noch geöffnet. Das heißt, man kann, glaube ich, zivilgesellschaftliche Organisationen noch nicht mal auswählen in dem Dropdown-Menü. Aber das sollte uns nicht davon abhalten, trotzdem zu kommentieren und unsere Meinung kundzutun. Jetzt bitteschön. Ja. Annette, wir beide haben mit Hilde Wagner zusammen an der Thematik gute Arbeit in der EG Metall gearbeitet und ich hätte gerne gewusst, in welchen Feldern diese Betriebsräte so unter Druck gesetzt worden sind, in welche Industriebereiche sind das und wie wehren wir uns als DGB-Mitgliedsgewerkschaften gegen solche Vorgehensweisen? Das passiert leider nahezu überall. Es ist wirklich, und da sind wir bei der Frage von Macht, es geht wirklich darum, hast du einen gut organisierten Betrieb und da sind wir überhaupt in der ganzen Struktur, haben wir überhaupt noch einen Betrieb? Wir organisieren ja 30.000 Selbstständige. Ich habe ja, wie ihr bemerkt habt, nicht alle Punkte vorgetragen und erörtert, wollte sie euch aber mal visuell zur Verfügung stellen, zumindest schon mal, dass man sehen kann. Wir treten natürlich auch ein für neue Rechte in der Plattformökonomie, das heißt, wir brauchen ja auch überhaupt die Beschäftigten untereinander, müssen voneinander wissen und in Kontakt treten können. Sie müssen mit der Gewerkschaft in Kontakt treten können und wir haben ja eigentlich Rechte als Gewerkschaft auch in einen Betrieb zu gehen. Wir haben ein schwarzes Brett, das wir bestücken dürfen qua Gesetz. Was machen wir denn in der Plattformökonomie? Auch hier brauchen wir Gesetze, die genau diesen Zugang ermöglichen, sodass man in Austausch treten kann, in Kontakt treten kann und sagen, so nicht. Also das heißt, erstmal ist das Wichtige eintreten in die Gewerkschaft, zweitens dann gemeinsam handeln und vorwärts gehen. Hier braucht es gesetzliche Regulierung und im Prinzip kann man sagen, die Arbeitgeber, wo sie die Chance haben und mies genug sind, tun sie es. Also es ist flächenübergreifend, es ist keine bestimmte Branche, es ist natürlich im Logistikbereich krass. Ach so, Logistik, schönes Beispiel, Amazon. Allen irgendwie bekannt, aber welche Art von Kontrollregime dort ausgeübt wird, bei Leuten, die in den Lagern mit Scannern unterwegs sind und wie sie behandelt werden, das spiegelt sich wieder in einer Abmahnung, die ein Kollege von uns bekommen hat. Eine Abmahnung, also der Kollege, der immer von einem Scanner gesteuert läuft, eine Abmahnung wegen zweimaliger Inaktivität innerhalb von 5 Minuten. Wo passiert's? Da passiert's. Zweimalige Inaktivität innerhalb von 5 Minuten. Abmahnung ist die Vorstufe der Kündigung, nur zur Erläuterung. Also Wahnsinn, was hier eine krasse schlechte Behandlung von Menschen passiert, wo man sagt, hier wird Technik dazu genutzt, um etwas zu messen, Signal gegeben, ups, der stand mal still, zack, notiert, Abmahnung. So geht es bei Callcentern, so werden Auswertungen betrieben und deshalb kommt es tatsächlich drauf an. Du hast es im Logistikbereich, du hast es aber auch bei Finanzämtern. Steuer. Also die werden sehr stark kontrolliert, genau auf Bezug auf Zeiten. Also es kommt sehr darauf an und es kommt natürlich darauf an, haben die Kolleginnen und Kollegen es geschafft, gute Vereinbarungen zu treffen. Ich weiß nicht, ob es jedem bekannt ist, aber dort, eben wo das Betriebsverfassungsgesetz, aber auch das Personalvertretungsgesetz angewendet wird, es gilt die Regelung, dass Technologie
die eingeführt wird zum Zwecke der Überwachung, und zum Zwecke ist aber schon rechtlich ausgelegt worden, also bei der die Möglichkeit zur Überwachung der Beschäftigten besteht, die ist mitbestimmungspflichtig. Also hier gibt es durchaus einen Hebel für die Kolleginnen und Kollegen, dort eine vernünftige Gestaltung zu machen, eine vernünftige Betriebsvereinbarung, eine vernünftige Dienstvereinbarung zu setzen, die genau solche Überwachungselemente auf absolute minimale Notwendigkeiten reduziert. Wo siehst du denn bitte Möglichkeiten oder Notwendigkeit, das Betriebsverfassungsgesetz zu ändern? Ich habe das Gefühl, das ist da einfach nicht mehr eine ausreichende Rechtsgrundlage für die Betriebsräte. Ich meine, ganz abgesehen von dem Problem, dass halt an vielen Stellen gar keine Betriebsräte da sind, aber dass die wenigstens mit dem Betriebsverfassungsgesetz eine ausreichende Arbeitsgrundlage haben, da höre ich immer wieder Klagen drüber. Ja, also ein Element wäre tatsächlich der Bereich Datenschutz, weil also dieses eine Element, was wir jetzt im Augenblick haben, ist natürlich nur eins so vermittelt hintenrum. Und wenn man wirklich aktiv rangehen könnte und sagen könnte, auch vielleicht Initiativrechte hätte, wo man sagen kann, das betrifft die Belegschaft ganz konkret, da hätte man schon Möglichkeiten, das besser zu gestalten. Nur kurz dazu, ich denke, es wäre sehr wichtig, wenn man die Verknüpfung von Unternehmen, Leiharbeit, Subunternehmen und so weiter endlich im Betriebsverfassungsgesetz dort aufgreifen können, wenn also eine Firma jemanden beauftragt, der gegen Datenschutzgesetz oder betriebliche Regelungen ja verstößt, dann müsste man genau dieses kontrollieren und ausklammern können. Korrekt. Ja, und da sind wir wieder, wenn wir das mal betrachten und zu Beginn des Vortrags gehen, da sind wir ja genau wieder dabei, auch zu schauen, was macht eigentlich die öffentliche Hand bei den für uns alle so relevanten Infrastrukturen. An wen geht das eigentlich weiter? Wie funktioniert eigentlich Vergabe bei uns? Bei welchem Subunternehmer landet es am Schluss? Was bedeutet das für uns, für die Qualität unserer Infrastrukturen, für die Mitbestimmbarkeit und Gestaltbarkeit, für die Kontrollmöglichkeit, für aber auch die Revidierbarkeit von Prozessen oder hier sollte man sagen Rekonfigurierbarkeit von Entscheidungsprozessen, all solche Sachen, da muss man sich doch vorher schon Gedanken machen und sagen, da muss ein kluger Prozessablauf organisiert werden, der sowohl demokratische Kriterien erfüllt, wie auch Service, Effizienz etc. Ja, ich glaube, es langt nicht nur auf die Rechte zu pochen, sondern ich denke, wir müssen noch mal ein Stück weiter denken. Im Moment habe ich das Gefühl, dass alles nur einer ökonomischen Effizienz untergeordnet wird und genau damit auch sämtliche Kontrollen mit gerechtfertigt werden. Und wir merken überhaupt nicht mehr, wo wir kontrolliert werden, immer unter dem Mantel, ja, es muss ja alles kostengünstig sein und effektiv und auch möglichst schnell und modern und dergleichen mehr. Und diese ganzen anderen Werte wie demokratische Teilhabe oder auch Gemeinwohl und im Sinne der Beschäftigten spielt keine Rolle mehr, weil es nur noch um ja ökonomische Effizienz geht, die letztendlich auch der Profitsteigerung dient und auch der gesamte öffentliche Dienst dem untergeordnet wird, weil ja auch die ganzen Kommunen, Länder und dergleichen mehr als Unternehmen geführt werden sollen und das am besten auch noch sehr individualisiert. Ja, vielen Dank. Ich möchte es noch mehr zuspitzen. Ich würde sagen, es geht vielerorts noch nicht mal um Effizienz, sondern es im Prinzip wird der öffentliche Raum als Testfeld für Unternehmen benutzt, als Markt. Wir haben ja einen Wechsel von Gesundheitswesen zu E-Health Market. Ja,
wir haben also das, was früher tatsächlich der Versorgung galt, wo man sagt, nur Reiche können sich einen armen Staat leisten. Also dass man sagt, okay, es ist gar nicht so dramatisch, ist ja auch ökonomisch durchaus sinnvoll. Wenn das Einkommen nicht so gigantisch ist, dann ist das aber nicht so schlimm, wenn insgesamt Infrastrukturen vorhanden sind, die ein gutes Leben ermöglichen. Was wir brauchen, ist nicht, dass wir sagen, oh, wir nutzen den gesamten öffentlichen Raum dazu, damit wir neue Produkte irgendwie auf den Markt bringen, sondern das zahlen ja wir Steuerzahlerinnen und Steuerzahler wieder. Also das ist auch gar nicht ökonomisch günstig für uns, wenn jetzt, wie es mancherorts geschieht, irgendwie werden jetzt die Sensoren in die Straßen gehauen. Das zahlen wir ja alles, ja? Für die tolle Parkplatzlösung. Coole Sache. Dazu braucht man nämlich dann ein Smartphone, um überhaupt den Parkplatz zu finden. Aber nicht nur ein Smartphone. Dieses Smartphone muss ja wiederum auch Standortfreischaltung haben. Also das, was ich jedem erstmal abrate, zu sagen, naja, also willst du jetzt deine Daten schützen, ja oder nein, wie sieht's aus? Also das heißt, du musst auch noch, und wenn du das dann auch noch vor Ort tust, ich weiß gar nicht, wie das funktioniert mit dem Verbot, so ein Ding in der Hand zu haben. Also ich muss das jetzt dann in der Hektik der Parkplatzsuche, ja, boah, da vorne fährt einer, da fahren jetzt drei schon. Ich glaube, da hat irgendwie GPS angezeigt, da ist ein Parkplatz frei. Ich muss jetzt schneller sein. Also das ist eine ziemlich verrückte Sache, wird alles mit Steuergeldern bezahlt. Und ja, also wir müssen ein bisschen genau schauen, ist es tatsächlich Effizienz, die ja durchaus auch wünschenswert ist? Ich möchte ja eine effiziente Verwaltung, ich möchte effiziente Infrastrukturen, effiziente Dienstleistungen, ich möchte sie auch einigermaßen kostengünstig, aber nicht auf Kosten von Grundrechten. Ja, und da denke ich, ja, da müssen wir drauf schauen. Ja, mein Name ist Ute, ich komme nämlich aus der öffentlichen Verwaltung bzw. aus dem Bereich Verwaltungsinformatik und habe sehr viele Projekte mittlerweile schon mit meinen Studenten und auf der kommunalen Ebene getätigt. Und da geht es um elektronische Aktenführung und auch gerade um die Bereitstellung der entsprechenden Infrastrukturen. Nur unser Problem ist, wie kriegt die Akzeptanz sowohl bei den Mitarbeitern in der öffentlichen Verwaltung als auch bei den Bürgern, wenn Sie jetzt so sich mal anschauen, wie viel eigentlich an Bürgerhaushalten sich beteiligen oder überhaupt Gedanken darüber verschwenden, ja, wie soll sich denn meine Stadt entwickeln, dann ist das minimal. Das sind dann unter 1-2%. Das heißt, wie sprechen Sie eigentlich zukünftig die ja, betroffenen Bürger, aber auch die Mitarbeiter an? Da geistern ja so Akzeptanzmanagement, so Buzzword darüber wie Akzeptanzmanagement und Change-Management. Aber wie gelingt es uns, die entsprechenden Kompetenzen zu vermitteln oder dass sie zumindest erwerben, zukünftig in diesen entsprechenden ja, effizienten Infrastrukturen und ja, was man sich alles so in Zukunft überlegen kann, sich zu bewegen und damit auch ein Gefühl dafür zu entwickeln, wie kritisch das eigentlich letztendlich ist und auch ja, mitzudenken, mitzureflektieren, wie sich zukünftig was entwickelt und wo eben eine Kontrolle und eine Steuerung der einzelnen Individuen gerade in der Arbeitswelt vonstatten geht. Ja, also ich sag mal so, ich hatte vorhin schon erwähnt, Verdi organisiert schöne Kongresse zur Digitalisierung, Arbeitswelt und Gesellschaft. Wir haben sogar ein ganzes eigenes Bildungsprogramm dazu, was die Digitalisierung betrifft. Und ich bin sehr stolz auf unsere Kolleginnen und Kollegen aus der Wasserwirtschaft. Ich habe das gerade mal mitgebracht, ein ganz neues Papier von diesem Monat, wo unsere Kolleginnen und Kollegen mit ihrer Kompetenz, nämlich in den Wasserbetrieben, was eine kritische Infrastruktur, eine kommunale Versorgung ist, die nämlich hergehen und dank ihrer Kompetenz in diesem Bereich auch kluge Fragen stellen, was nämlich die Mitgestaltung der Programmierung der Pumpennutzung angeht. Sie fragen, ist diese Pumpe auf Verschleiß programmiert, ja oder nein? Ich kann das mal direkt sagen, das macht richtig Spaß, wenn man kluge Leute hat, die engagiert dabei sind. Und ich denke, man kann genau das auch total vermitteln, wenn man Leute nicht behandelt als jemanden, den muss man mitnehmen. Ja? Buh. Sondern wenn du sagst, das ist die Kollegin, der Kollege, der ist dafür zuständig und ich möchte dein Prozesswissen
haben. Und ich frage dich, hältst du das für eine kluge Idee, dass wir eine solche Pumpe ab sofort nur noch leihen und leasen? Oder sollten wir sowas selber kaufen und weiter auch selber damit warten? Wenn du all solche Fragen stellst, hier unsere Kollegen haben ganz konkret gefragt, wem meldet die Pumpe, wann sie gewartet werden muss? Dem Hersteller oder der Leitwarte? Wer entscheidet, ob der Meldung gefolgt wird? Der Hersteller oder die Kollegin auf der Leitwarte? Was ist eigentlich in dem Algorithmus hinterlegt, der die Meldung generiert? Eine Nachhaltigkeits- oder Verschleißlogik etc. Also so gehst du ran. Wenn du dann schaust, dann hast du die Kolleginnen und Kollegen dabei. Da sehe ich überhaupt kein Problem. Wir haben zum Beispiel auch in Dortmund ist der Personalrat in München, ist ja gerade das Projekt mit Linux, das ist ja traurig. In Dortmund ist der Personalrat hergegangen und hat gesagt, wir müssen als öffentliche Verwaltung transparent und nachvollziehbar mit unseren eigenen Arbeitsmitteln sein können. Und diese auch nicht mit irgendwelchen potenziellen Backdoors versehen und in keine Abhängigkeiten geraten. Das heißt, die Personalräte der Stadt Dortmund haben sich dort mit dem Oberbürgermeister zusammengesetzt und haben eine Charta für das smarte, digitale und liebenswerte Dortmund entwickelt, wo genau solche Punkte zentral eingebracht worden sind. Also ich denke, das ist absolut machbar, dass die Kolleginnen und Kollegen da engagiert mit dabei sind. Das Stichwort Bürgerhaushalt, ja, da muss ich sagen, da muss man natürlich auch mal schauen, es gibt manche Projekte, auch gerade in der netzpolitischen Szene, die extrem gehypt werden und manchmal ein wenig an der Lebensrealität der Verkäuferin mit drei Kindern vorbeigehen, von der dann verlangt wird, sie soll sich jetzt engagieren online für irgendwas. Also man muss auch schauen, wer hat die Kapazität, wer hat die Möglichkeiten und geht das auf Kosten einer konkreten, direkten Ansprache der Menschen, die betroffen sind? Werden sie noch aufgesucht? Funktioniert repräsentative Demokratie eigentlich noch ausreichend, dass man auch sagt, ich kann mich einfach darauf verlassen, dass die sich um ein paar Basics kümmern und ich kümmere mich nur um das, was direkt, wenn irgendwie wieder mal ein Bauprojekt direkt vor meiner Haustür landet, dann mache ich damit. Also man muss immer mal schauen. Ja, ist vielleicht so. Ich finde es total klasse, dass du das jetzt nochmal so wirklich auf die praktische politische Zusammenarbeit runtergebrochen hast. Und ich komme jetzt so ein bisschen nachgeklappt, eigentlich mit einem nicht besonders schlauen und noch dazu geklauten Gedanken, der sehr theoretisch ist. Wir haben ja uns jetzt die letzten Jahrzehnte immer erzählen lassen, dass wir eigentlich als Bürger gar nicht gefragt sind, sondern als Kunden. Also so ein Wandel durch den Neoliberalismus, du brauchst dich um Demokratie nicht weiter zu befassen und du bist als Kundin der Stadtwerke, in der Daseinsvorsorge, bist du in der Luxusposition, eben selbst zu entscheiden, was du möchtest und was du nicht möchtest. Und ich weiß leider diesen britischen Ökonomen nicht mehr, der dann ganz klar feststellt, nicht wir sind die Kunden als die Menschen, sondern Kunden der Großkonzerne sind die Leute in einer Behörde, in einem Ministerium. Die werden umworben, denn die bezahlen mit unserem Geld das, was wir dann als Pseudokunden in Anspruch nehmen dürfen, müssen oder auch nicht. Ich lasse das jetzt mal unkommentiert. Hallo. Hier kam eben die Frage auf, wie können wir eigentlich erreichen, dass wir mehr Bürgerbeteiligung an vielen Stellen kriegen von Ihnen? Und ich wollte gern dazu auch einen Gedanken äußern, und zwar, dass wir nicht erwarten können, dass Menschen, die sich beteiligen und einbringen, irgendwie vom Himmel fallen. Also wir können nicht erwarten, dass wenn die 18 werden, dass sie dann plötzlich sich anfangen einzubringen und zu sagen, hier, ich will auch meine Meinung sagen. Das heißt, Wir können nicht einfach nur die Probleme dann zu versuchen zu behandeln mit Change Management und hier, wir holen alle an Bord und bringt euch doch jetzt mal bitte ein, sondern wir müssen irgendwie im Kindergarten anfangen, in der Schule anfangen, tatsächlich auch wahrscheinlich dabei, wie wir als Eltern unsere Kinder erziehen, müssen Bilder verändern von
Kindern, die brav und gehorsam sein sollen, eben zu Kindern, die auch schon ihre Meinung sagen und Eltern in Frage stellen. Und das ist natürlich ein großer Wandel, der nicht einfach zu vollziehen ist. Ja. Genau, dann hatten wir hier vorne eine Frage, eine Wortmeldung und dann noch da hinten. Besten Dank. Ich möchte mich dem von dir anschließen mit dem Wandel des Persönlichkeitsbildes von Kindern oder Heranwachsende. Sich engagierende Leute fallen nicht vom Himmel und in der Demokratie heißt es ja auch, nicht anderen nachreden, sondern Argumente und auch mal dagegenhalten, wenn einem was nicht passt. Damit das auch möglich ist, in einer stark technisierten Welt wäre es gut, wenn man auch in die Software oder was auch immer von öffentlicher Infrastruktur reinziehen könnte. Wie funktioniert die eigentlich? Und in diesem Zusammenhang möchte ich auf die Initiative Public Code, Public Money, Public Code hinweisen von der Free Software Foundation Europe. Besten Dank. Der Herr im blauen Hemd. Ich habe letztens gehört, es gibt nicht nur Public Money, Public Code, sondern auch ÖKÖK als Hashtag auf Twitter. Öffentliches Geld, öffentliches Gut. Fand ich auch ganz schön, dass es da offensichtlich zwei Begriffe für gibt. Ja, ich hatte ja gestern schon mal was gesagt zu dieser Frage bei der Debatte um die Datenschutzgrundverordnung. Was mir jetzt auffällt, ist etwas, was ich sagen möchte, ist, ich bin ja tätig im Bereich Betriebsräte, Betriebe, Beschäftigtendatenschutz. Ich habe den Eindruck, dass die Anzahl der gescheiterten IT-Projekte nicht zurückgegangen ist. Und ja, man muss das so sagen. So. Und ich möchte noch etwas sagen, was ganz wichtig ist, auch nochmal zurückgreifen auf den Vortrag vorhin. Mechanische Kommunikation heißt nicht Dialog. Und was ich immer wieder erlebe, ich sage gleich auch nochmal ein Beispiel, dass das IT-Produkt erst durch die, die den Prozess können, zur Produktion und zur Dienstleistung wird. Das heißt, das Prozesswissen, was ja viele hingehen, aussaugen wollen, automatisieren, etc., ist meines Erachtens immer noch in dem ganzen Leben, in dem Lernen, in den Köpfen, in dem Können der Beschäftigten. Und das ist etwas, wo ich im Moment nicht sehe, dass die Informatik darüber geht. Deswegen halte ich von diesem Spruch Digitalisierung oder wie heißt es so schön, wir wollen Digitalisierung und Bedenken second, der ist harmlos. Ich denke, der wesentliche Teil ist, dass eben das Prozesswissen eventuell verloren geht und dann kommen wir in Situationen, wo wir an vielen Punkten verarmen. Und ich war neulich mal auf einer Veranstaltung, auch um Digitalisierung und Daten als Rohöl. Da kam, jetzt der Rückgriff auf die Hochschule, ein alter Hochschullehrer und sagte, wo bleibt denn das Analoge? Das heißt, geht vieles an analoger Kommunikation, vorhin war die Rede vom Blick, es war die Rede von Empathie, nicht verloren, wenn wir uns eigentlich derartig konzentrieren. Und ich will das Beispiel aus der Arbeitswelt nennen. Ich habe einen Prozess einer dritten Automatisierung von Redakteurstätigkeiten begleitet. Da wird jetzt ein großes zentrales System in einem der größten Zeitungskonzerne in Deutschland ausgerollt. Das Ergebnis ist, dass die Redakteure, die schließlich irgendwann um 23 Uhr ihre Seiten abgeben müssen, für diese Abgabe mit dieser Technik, die sie jetzt haben, etwa ein Drittel länger brauchen. Gott sei Dank haben die Redakteure einen Arbeitszeitvertrag, der dieses einschließt. Das heißt, die Arbeitszeit wird bezahlt. Aber wer vorher für die Montagsausgabe um 17 Uhr an seinem Arbeitsplatz kam, der muss heute bereits um 13 Uhr antreten, damit er um 22 Uhr
die fertige Zeitungsseite an die Druckerei schicken kann. Ich will nur mal sagen, was es bedeutet, Informatik und dann Prozesswissen und wie es dann im Betrieb zum Beispiel an diesem Punkt aussieht. Danke. Ja, vielen Dank für diesen Hinweis. Ich denke mal, das ist ein Beispiel, was man ganz allgemein nehmen kann. Man sollte niemals Technikeinführung ohne die Mitarbeiter machen. Man sollte niemals eine solche Gestaltung von Arbeitsprozessen vornehmen ohne die Mitarbeiter, die sie betreffen. Das ist absurd. Und was hier passiert, ist ganz häufig, das ist eben, was ich vorhin versuchte zu beschreiben, dieser Drang nach Kontrolle und irgendwie soll das ja Wissen generieren, aber dass Menschen einfach mal einen Freiraum brauchen, auch um zu arbeiten, mal einen falschen Gedanken zu formulieren, ohne dass da einer gleich mitscannt und sagt, aha, 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 oder in ein betriebliches Social-Media-System schon wieder analysiert wird, wer kommuniziert mit wem am meisten. Das führt ja dazu, dass du am Schluss, du musst immer noch mal Beinchen heben online, wenn du vorher schon gerade direkt face-to-face was geklärt hast. Weil der Arbeitgeber kriegt es ja nicht mit, dann fliegst du durch das Ranking durch, weil du ja offenkundig gar nicht existierst online. Das heißt, du musst überall jetzt mal ein bisschen online pupsen, damit man sieht, aha, die Mühlberg, die ist aktiv. Also das sind total absurde Mechanismen, die da auftreten können. Und es geht natürlich um noch viel wichtigere Dinge, wenn es den Bereich von Sicherheit betrifft, wenn es den Bereich, also wo wirklich Wissen wichtig ist, wo Prozesswissen wichtig ist, wo auch diese ganze Sache, was auch sehr schön ja am Freitagabend schon dargestellt worden ist, wo man sagt, wie jetzt unter dem Stichwort Usability und Intuition, die Geräte jetzt so intransparent werden, dass man gar nicht mehr weiß, aha, ich schalte jetzt die Mikrowelle auf heiß und so lang. Nein, da steht, willst du eine Pizza? Großartig, ja, also so ein Mist, das ist natürlich auch genau derselbe Mist in der Arbeitswelt, wenn du neue Techniken kriegst, wo du nur noch rumgeführt wirst und selber gar nicht mehr weißt, wo du bist, dann wirst du auf eine Weise auch als Arbeitnehmer entmündigt und dumm gemacht. Das kann für den Gesamtbetrieb schädlich sein. Das heißt, wir müssen schauen, dass Technologie mitgestaltbar ist, dass auch Wissen einbringbar ist, dass historisches Wissen nicht verloren geht. Ich kann mal ein ganz simples Beispiel nennen. Total klasse, ein Kollege aus dem Bereich Zoll im Hafen in Hamburg hat mir erzählt, Mensch Annette, wir haben das ja alles schon, diese tolle KI. Uns wird immer gesagt, wo wir hingehen müssen. Früher haben wir sozusagen aufgrund unseres Wissens gewusst, wenn der Tanker da von was weiß ich woher kam, ich muss mal genau da gucken und mit dieser Ladung, ich ahne schon, da gehe ich rein. Und jetzt sagt er, jetzt merke ich, aha, immer wenn irgendwie Ananas, Kokosnuss und Traktor zusammenkommen, dann spuckt die KI aus, ich muss jetzt dahin. Aber da ist irgendwas falsch, ich gehe immer dahin und da ist aber nichts. Ja, ich würde gerne mal mitprogrammieren und sagen, Leute, da ist offenkundig irgendwas nicht so richtig cool, weil ich laufe da ins Leere. Das Problem ist, er hat sogar Widerspruchsrecht. Also er könnte sogar selber entscheiden. Wir haben ja über die ganze Frage von Entscheidungsmöglichkeit, Widerspruchsrecht etc. noch gar nicht gesprochen. Ist ja eine super wichtige Sache. Grauzonen auch im sozialen Bereich. Also dieser Kollege hätte sich gern eingebracht, hat aber gar keine Möglichkeit, sein Erfahrungswissen noch einzubringen. Der wird einfach von dieser Software gesteuert. Würde er widersprechen, sagt er, das lohnt nicht, weil der Prozess zu erläutern, warum er da nicht hingeht, dauert länger, als dass er einfach hingeht. Und am Schluss wird noch gefragt, wenn dann jetzt doch was da war, ist er dann haftbar oder nicht? Wer trägt dann eigentlich die Schuld? Also das ist dieser ganze Bereich, den müssen wir noch viel, viel tiefer und genauer betrachten. Auf jeden Fall ist es total zum einen für die Mitarbeiter demotivierend, wenn sie so entmündigt sind, zum anderen ist es für den gesamten Betrieb
und die Gesellschaft keine kluge Idee, wenn das Prozesswissen der Leute nicht abgerufen wird. Gut, dann haben wir jetzt heute eine Punktlandung hinbekommen zur Mittagspause. Ganz herzlichen Dank dafür und bitte nochmal einen warmen Applaus von Annette Mühlberg. Ja, herzlichen Dank für die tolle Diskussion und einen schönen Mittag.